So, liebe Freunde, ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Habt ihr schon einmal einen Schneemenschen gesehen? Nicht? Komm, redet mit mir, ich bin so einsam. Habt ihr schon einmal einen Schneemenschen gesehen, Mann? Das glaubt ihr doch selber nicht. Ich meine jetzt keine Schneemänner, ja, ich meine Schneemenschen. Wir haben heute Abend für euch zwei von dieser Sorte. Wollen wir sie reinlassen? Aber bitte, sie sind noch etwas scheu und wenn sie jetzt gleich kommen, bitte nicht füttern. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unsere zwei Schneemenschen unter dem Motto Yeti Party richtig los. Hallihallo, wir sind die Yetis. Und wir präsentieren euch ein neuerliches Werk aus unserem Zyklus Büttenreden, die die Welt nicht braucht. Na du, du alter Yeti, stell dir mal vor, letztens hab ich den Reinhold Messner gesehen. Was gibt's denn wirklich? Yeti, Yeti, wir sind Yetis und Yetis sind wir. Wir sind Yetis. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Hey, Mr. Yeti-Mann, Yeti-Maller, ja. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Woo! Als Yeti vom Himalaya wir hier vor euch stehen. In Sachsen, sowas habt ihr noch nie gesehen. Welch tapferes Volk und welch schönes dazu. So stark, so mutig und so ganz voller Ruhe. Egal, was die für Beschlüsse noch fassen. Egal, wie viel Verbrecher die hier noch laufen lassen. Egal, wie viel genverseuchtes Obst die einkaufen. Egal, ob mir auf Ämtern ganze Wölfe uns laufen. Kurz, ganz egal, wie viel Scheiße die in Bonn mit uns bauen. Unserem Oelsnitzer Fasching wird uns niemand versauen. Wenn ich hier die ewigen Baustellen so sehe, sehen so etwa die versprochenen blühenden Landschaften aus. Treffen sich zwei Oelsnitzer Unternehmer. Na, wie geht's Geschäft? Danke, ein. Da werden Steuern verplempert. Rita Süßmuth fliegt mit der Bundeswehr, ohne zu bezahlen. Na, schließlich ist man doch wer. Aber da gab's Rabatz. Ritter tat den Kürzeren ziehen und muss jetzt von Airport Jahnsdorf nach Zürich hinfliegen. Du meinst, dass nach Jahnsdorf jetzt er in der City hinfährt? Bestimmt nicht, sonst wäre die D-Mark bald kein Euro mehr wert. Aber wie kriegen wir denn jetzt solche Politiker weg? Na, mit einer neuen Fluglinie. Jahnsdorf-Bermuda-Dreieck. Im Übrigen hat man jetzt rausgefunden, warum Politiker über 18 und immer stocknüchtern sind. Weil nur Kinder und Besoffene die Wahrheit sagen. Es flennt in einem kahlen Winkel. Nach den nächsten Wahlen Kinkel. Yeti, Yeti,
Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Yeah. Wir sind je, wir sind je, wir sind je, wir sind je, wir sind Yetis. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Hey, Mr. Yeti, Mann, das Yeti Himalaya. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Woo! Der Treibhauseffekt belastet die Erde enorm. Selbst bei uns am Himalaya wird's jetzt ganz schön warm. Drum stellten wir Asylantrag in den Anden. Und nu sind wir hier in Deutschland als Yetilanden. Wir kommen aus Jetland und aus Jetislawien her. Auch aus Jetown, auf Jetistan und aus der ehemaligen Yeti-R. Zwar sagen sie uns, wir finden für euch hier Kehhaus. Na mein Gott, da müssen ein paar Kinder aus dem Kindergarten raus. Bloß die Verpflegung, also das klappt noch nicht so richtig hier. Ich mein, für das bisschen Geld an Tagessatz, was kriegst du da schon dafür? Da bekommst du ja nimmer einen anständigen Hummer zu essen. Aber bei der NVA gab's noch weniger. Ich glaube, das haben wir vergessen. Denn Solidarität heißt das Zauberwort. Da guckt man nie auf jeden Taler. Schließlich zahlt ja alles bloß der deutsche Steuerzahler. Ihr habt doch bloß Angst, dass ihr uns durchfüttern müsst von Verweiche. Mir nehmt euch doch keine Arbeit weg. Wir liegen lieber den ganzen Tag in der Säge. Denn was gibt es Schöneres in den neudeutschen Landen als in Lugau ein Heim für uns Yetilanden? Also treffen sich zwei russische Yeti-Asylanten. Ivan, mach mir ein Kind! Aber Natascha, Kinder werden doch nicht gemacht. Kinder werden geboren. Gut, Ivan, dann bohre! Yeti, Yeti. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Yeah. Wir sind je, wir sind je, wir sind je, wir sind je, wir sind Yetis. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Hey, Mr. Yeti, Mann, wir sind Himalaya. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Denk ich an Sachsen in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Und damit's auch richtig kracht, haben sie in Stolberg der erste CDU-Disco aufgemacht. Denn der Verein hat überall seine Pfoten im Krempel. Man nennt ihn nicht umsonst den Schwarzen Tempel. Sogar mit Laserstrahl und all solchem Rummel. Damit man vielleicht wirklich mal Licht sieht am Ende vom Tunnel. Ja. Die deutsche Einheit wäre eine feine Sache gewesen, wenn sie funktioniert hätte. Doch der Herr sprach, es werde nicht. Und gucke da, es ward auch nicht. Denn früher bekam mancher Ossi ein Westpaket. Heute bekommen alle Deutsche ein Sparpaket. Aber damit nicht genug, na, nur nicht so heiter. Die Verarschung des deutschen Volkes geht weiter. Bissel Zinseinsparung hier, bissel Gebührenwachstum dort, 10 Mark mehr Lohn, dafür Lohnsteuer gleich 12 wieder fort. Ach, was war das Mittelalter schön. Früher, weißt du, wo man Dieben noch die Hände abgehackt hat. Ja. Aber das würde jetzt auch nicht mehr funktionieren. Ach, und warum nicht? Weil dem Weigel für jede abgehackte Hand
scheinbar 10 neue nachwachsen. Ist so. So, Freunde, sieht's nämlich aus hier im Staat. Alle Macht dem Elferrat! Yeti, Yeti, wir sind Yetis und Yetis sind wir. Ja, wir sind Yeti, wir sind Yeti, wir sind Yeti, wir sind Yeti, wir sind Yeti. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Hey, Mr. Yeti, mein Yeti im Malaya. Wir sind Yetis und Yetis sind wir. Zwar fällt die Bütt am Anfang noch schwer, aber ihr wart tapfer beim Zuhören. Und im November gibt's mehr. Heut wird Fasching gefeiert, heut sind wir stark. Heut vergessen wir mal den ganzen politischen Quark. Öffnet die Flaschen, füllt voll eure Becher. Holt euch Jungs, holt euch Mädels in eure Gemächer. Und dann mag's losgehen, das große Fressen. Am Aschermittwoch ist alles wieder vergessen. Denn Fasching ist, ich gebe zu Kunde, für jede Art von Höhepunkte. Wir lieben Sex als Zeitvertreib und suchen uns ein Yeti-Weib. Yeti. Und wenn ihr nicht genug kriegt, dann wisst ihr genau, wir kommen wieder. Es ist, hello!